Carlo Ancelotti, absoluter Welttrainer, unter anderem bei den Bayern, bei Real Madrid und auch bei AC Milan gewesen. Er war zu Gast bei Between the Lines bei Rio Ferdinand und hat da sein Traummittelfeld zusammengestellt. Wir wollen es mal anschauen und dann mal ein bisschen diskutieren. Reaktionen. I'm going to give you a little bit of fun now. I don't know if there's a manager who has managed a better array of midfielders. This is staggering. This is before Everton. Alonso, Ambrosini, Ballack, Essien, Gattuso, Kaká, Groß, Lampard, Modric, Pirlo, Seedorf, Thiago, Zidane, Ronaldinho. Junge, also das ist die Feuchtigkeit unserer Kindheitsträume. Also alles zusammen. Das fehlt ist glitschig. Fehlt dir direkt jemand? Ich finde es immer voll schwierig, weil ich jetzt nicht im Kopf direkt habe, wen hat er denn alles trainiert? Aber gefühlt? Ja, so ein Messut sehe ich da zum Beispiel noch eher drin als ein Ambrosini. Ambrosini? Den sehe ich da überhaupt nicht drin. Also Ambrosini schon underrated. Der hat damals in diesem legendären Milan-Mittelfeld auch schon seine berechtigte Rolle gespielt. Der war so einer so Sechser, oder? War das nicht so die Jeremys? Die haben ja immer so diese Raute gespielt und da war der, glaube ich, immer auf der 8. Ah, der war sogar auf einer von den beiden Außenpositionen. Genau. Krass, weil ich habe den, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir der immer dann noch so ein bisschen vom Fußballmanager. Ja, vom safe. Zocken, ne? Safe. Ambrosini, aber immer nur so genau. Ich habe den gelesen, aber ich habe jetzt nicht so viel mit ihm verbunden. Safe. Alles klar, also vor allem viele AC-Spieler am Start, aber natürlich auch Ronaldinho und Zidane. Mal gucken, wie er sich entscheidet. I've missed out a couple of names like Conte, Deschamps, Davids. Davids. But if we play a diamond like you did in some of your former teams, I'm going to pick my best four first, who I think are my favorites. Spontaner Guess, wen setzt du auf die 6? Pirlo. Pirlo setzt auf die 6? Ja. Go. And then you go yours. How good was this guy? He was great. I'm going to go Lampard. I think if you want 20 goals from midfield, he's the best. I'm going to go Seedorf, like you said, for the big games, he arrives. And this is the hardest one, because you've got Ronaldinho, Zidane, Kaka. Okay, also Rio Ferdinand spielt mit Pirlo auf der 6 und Lampard und Seedorf auf der 8. Boah, aber da hat er es ja eigentlich schon. Also da hat er mit Pirlo so den tiefen Spielmacher. Dann Lampard und Seedorf, beide jetzt, sage ich mal, nicht die schnellsten Spieler, aber beide im Zentrum auf jeden Fall stark. Gutes Passspiel, Lampard abschlussstark. Seedorf auch einer, der auf dem Flügel auch spielen kann, linkes Mittelfeld spielen kann. Der läuft dir alles kaputt, der macht schon die Löcher zu. Das ist schon Big Game Clarence. Rio Ferdinand, mal gucken, wen er auf die 10 packt. Was glaubst du? Wir haben noch Ronaldinho, wir haben Zidane auf der Bank. Wir haben Kaká noch auf der Bank. Junge, ciao. Groß, über den wir gar nicht gesprochen. Ach, der muss Zidane dahin packen. Was sagst du? Also bei mir würde Zidane auf jeden Fall spielen. Aber ich würde es auch nicht übers Herz bringen, Ronaldinho nicht spielen zu lassen. Deshalb meine Aufstellung, wir können ja gleich mal zu unseren Aufstellungen kommen. Ich sag, er setzt Zidane. I'm gonna go Ronaldinho, because I want some. For the 2 years he was at Barca, I've never seen anybody like that. Number 10. There are 2 players, Zidane, the first one, and Kaká. For the efficiency, I think Kaká. Ganz kurz, das ist spannend jetzt, oder? Er sagt, für die Effizienz würde er Kaká nehmen. Ich glaube, Kaká hat so ein kleines Imageproblem, weil wir ihn natürlich vor allen Dingen präsent haben aus der Realzeit, wo viel Geld für ihn bezahlt wurde, er da überhaupt nicht funktioniert hat. Ist ein bisschen untergegangen, ne? Ja. Neben den großen Namen. Und ich glaube auch, dass genau das der Punkt ist, dass du hast eher so aus der galaktischen Zeit dann nebendran die anderen großen Namen halt im Kopf, egal ob es jetzt ein Zidane ist, vorne drin dann halt ein Raúl, ein Ronaldo sowieso. Kaká war dann auch so, selbst so in der Nationalmannschaft, so, da waren andere für mich immer größer, so Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho und danach kam Kaká. Kaká ist auch so ein bisschen unsexier. Der war ja nicht derjenige, der 7 Übersteiger hintereinander gemacht hat. Der ist unfassbar viel gelaufen. Der hat dann Tore gemacht. Das waren aber auch eher trockene Tore. Das waren jetzt nicht die so Heber- und Fallrückzieher. Ja. Aber vielleicht ist genau das, was man daran schon ein bisschen ablesen kann, dass Ancelotti auch diesen Spielertyp mag. Der nicht zu viel Geplänkel macht, nochmal einen Übersteiger mehr, sondern einfach, da hast du ja schon recht, der war einfach stringent in seiner Spielweise. Ja. Hätte ich jetzt bei Zidane ehrlich gesagt auch gedacht. Ich hätte eher so Ronaldinho so in die Ecke gepackt, so ein bisschen noch einen Übersteiger mehr. Aber Kaká und Zidane effizienter, aber... Ich sag dir aber auch ganz ehrlich, ich würde trotzdem für Zidane gehen. Ja. Auch wenn ich hier Zidane kassiert habe, aber den brauchst du da. For the quality, the skills, the ability, Zidane, I will put Pirlo. Pirlo at the base. Pirlo will auch auf der 6, einfach weil es offensiv erstens Sinn macht. Erste Anspielstation vor der Abwehr, klar, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ballverteiler, mega. Kaká, as I said. To the right. No, number 10. Number 10. I will put Modric. Oh, I didn't expect that. How good is he? And amazing. Keeps the ball, never gives it away.
Modric dann so als Spiel- und vor allen Dingen laufstarken Achter daneben, der halt dann auch Löcher zuläuft. Total. So ein bisschen selber Gedanke eigentlich, den Ferdinand vorher hatte mit Seedorf. Modric finde ich sogar, also finde ich sogar, meiner Wertung wäre er sogar noch vor Seedorf, weil ich finde einfach Modric über so, also Seedorf auch ein krasser Spieler gewesen, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich in der Zeit ein paar Spiele von Seedorf mitbekommen habe, aber einfach nicht so viele, wie ich von Modric gesehen habe. Und für mich hat Modric noch viel länger eine Dekade bei Real Madrid geprägt. Der hat sicherlich auch eine geile Zeit bei AC geprägt, Seedorf, aber Modric für mich auch in der Nationalmannschaft, dass du mit Kroatien zweimal auch so weit kommst in der Weltmeisterschaft, wo er einen Riesenanteil als Kapitän hat. Für mich ist Modric, das ist eine Waffe. Einfach. Ja, definitiv. Komplett legit. Also Pirlo, Modric, auf 10 hat er Kaká gesetzt. Genau. Jetzt fehlt noch einer, ne? Ein Achter. Finde ich übrigens auch bemerkenswert, dass er Kaká vor Zidane, vor Ronaldinho. Ronaldinho erwähnt er gar nicht, vor Zidane noch. And it's difficult. The choice from the left side could be Frank or Thiago. You tell me. Lampard oder Thiago? Also wir hatten die Liste da eben, die da noch stand. Das finde ich schon krass. Also Frank Lampard kann ich verstehen. Frank Lampard, krasses Tier. Starker Spieler mit Chelsea. Starker Spieler, unfassbar viele Tore in seiner Prime gemacht. Kann ich verstehen, aber warum ist da Thiago bei ihm so? Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ey, Rio legt ihm auch alles in den Mund. So. Der, also Carlo, geiler Typ so, aber der lässt sich auch hier, sich auch hier nach Strich und Faden kommandieren vom vollwertigen Rio. Ne? Sieht auch stabil aus, wenn er da so vor dir steht mit 2 Metern und sagt, komm, da nimmst du jetzt 2. Ja, mit dem Rio will er nicht in 2 kommen. Man merkt auch schon so, ja, okay, Lampard ist British TV, okay, dann Lampard. Ja, aber Bro, du kannst ja frei entscheiden. Rui Costa, wir haben gerade eben noch die Aufstellung geguckt, der ist nicht mal in dieser Auswahl dabei. Überragender Mittelfeldspieler auch gewesen. Auf jeden Fall. Dass der nicht mal in der Auswahl Gattuso ist. Gattuso neben den Pirlo, ey. Gattuso ist mit dir genauso wichtig. Und aber gerade hat doch Rio gesagt, Lampard oder Thiago. Oder kam das von Ancelotti? Nee, es kam schon von Ancelotti, aber ich weiß nicht so, das ist... Also Thiago hätte ich da irgendwie nicht mit reingenommen. Bei allem Respekt für Thiago, überragender Spieler, super Spieler, aber doch nicht so close mit Ancelotti. Der hat mit dem ein paar Bayern-Jahre gehabt, oder? Und vor allem, ja gut, da war er natürlich richtig stark. Ne? Also bei Bayern war Thiago stark, aber auch nicht seine stärkste Zeit mit Ancelotti gehabt, wie du sagst. Nee. Sondern eher dann, als sie die Champions League geholt haben. Ja, finde ich jetzt auch krass. Aber mal gucken, er hat sich ja noch nicht entschieden. Lampard oder? In dem Fall aus Ancelottis Sicht würde ich mit Lampard gehen. 15 bis 20 Premier League-Buden hat er damals pro Saison gemacht. Ich finde, Thiago ist dann nochmal so ein Spieler, so ein krasser Kreativspieler. Der ist mir dann fast zu ähnlich zum Spielertyp Pirlo. Der ist zwar nicht wie Pirlo, aber der ist ähnlich als Lampard es wäre. Und da muss man ja auch immer so ein bisschen gucken, dass man so versucht, alle Spielertypen Lampard gehen, obwohl ich grundsätzlich, glaube ich, lieber Thiago aufstellen würde. No, Frank, then. How, in terms of all these players, because in England, obviously, we talk about great players and Lampard is one of the best midfielders ever to play in England. But in terms of goal scoring, he is the best. So, muss ich einmal reingrätschen. Hast du dieses Tor noch? Frank Lampard, Stamford Bridge gegen Bayern, langer Diagonalball. Immer noch eins der kranksten Tore für mich koordinativ. Ja. Da hat der Bayern dieses schwarze Champions League-Trikot angehängt. Lucio in der Innenverteidigung, Ball kommt drüber, Lampard nimmt den Ball so an, Tor ist da und in der Bewegung dreht er sich, während der Ball über seinen Kopf geht, dreht sich rum und nimmt dann den Ball Volley und haut ins Tor rein. Und können wir das einblenden? Also da. Alter, geisteskranke, da würde ich einfach nur auf den Boden fallen. Da würde ich einfach nur schwindelig auf den Boden fallen. Hat er nicht noch Paulo Guerrero für die Bayern an der Bridge getroffen? Aber wie ist der eigentlich nach London gekommen? Der hat doch Flugangst. Hatte doch Paulo Guerrero, Paulo Guerrero hat Flugangst. Das gab es einen Artikel, als er beim HSV war. Vielleicht mit dem Schiff drüber, oder? Ja, so wie wir damals auf Klassenfahrt, ey. Lampard, yes. As a midfielder, yes. For sure. The best with the... The best capacity to run in the box at the right time, to find the right position. I talked with Lampard that he had difficulty to arrive in the box for the fact that Malouda was there. Mm. And I talked also with Malouda about this, and he was agreed. Aber ganz ehrlich, wie geil ist Ancelotti? Also, wie er redet, hast du das Gefühl, dass das so, der ist einfach so ein Welttrainer, ne? Das ist wirklich crazy, aber das... Das sagen, es gibt ja dieses Buch über Ancelotti und da kommt ein Ibrahimovic zu Wort, da kommt ein Ronaldo und ein Ibrahimovic haben gesagt, Carlo ist ein absoluter Führungstrainer, aber eben sehr, sehr soft, sehr, sehr empathisch und vielleicht für dieses Geschäft schon ein bisschen zu empathisch. Aber dagegen würde ja sprechen, die ganzen Titel, die er geholt hat. Der war ja überall, der hat ja überall in jedem Verein mindestens einen Titel geholt.
Was eben, ja absolut krass eben. Ist. Also der ist überragend, glaube ich. In Mannschaftsführung ist der einfach top-notch. Ja. Aber er ist eben, glaube ich, auch schon jemand, der links und rechts die richtigen Berater, den richtigen Staff braucht. Ich kann mir halt vorstellen, dass der mit Superstars, gut, bei Bayern hat es jetzt in der Zeit nicht so überragend geklappt, aber ich kann mir vorstellen, dass Superstars, man sagt, er ist Spielerfreund. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Thomas Tuchel, der sagt dir, wie viel Haferflocken du morgens essen sollst und wie viel du liegen lässt. Ich glaube, Carlo Ancelotti sagt, pack die Mozzarella auf deine Pizza abends, ist kein Kollege, kein Problem, Bro. So, ich kann mir schon vorstellen. Ich komme danach mit einer Zigarre vorbei. Ja, und ich glaube ganz, ja, genau. Und ich glaube ganz ehrlich, gibt es doch das Foto, wo die in der Shisha-Bar einfach sitzen. Ja, 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 und Carlo Ancelotti mit drin. Ich glaube, so ist nur so ein Guess, ne? Aber wenn ich so, ich bin so ein Spieler, ich habe alles erreicht, so, ich habe unfassbar viel Cash. Habe ich dann, auch wenn es vielleicht für meine reine Performance gut wäre, mit Ernährung und so, ne, ich kontrolliere alles, ich glaube, es fuckt mich eher ab, als ein Trainer, der vielleicht ein bisschen soft ist, aber ich glaube, ich will es ihm 10-fach zurückgeben, weil ich habe mir 15 Jahre den Arsch aufgerissen mit Haferflocken wiegen, dann habe ich nicht Bock in meiner, wenn ich 30 bin, das immer noch von einem reingedrückt zu bekommen, oder? Deswegen, das kann ich mir Carlo vorstellen. Grande. Dann sag mal ganz kurz, Carlo hat jetzt Pirlo auf der 6, in der Raute dann auf der 8, Modric, Lampard auf der 10, Kaká. Wen willst du aufstellen? Also ganz viele wurden einfach für mich hier jetzt gerade gar nicht besprochen. So an sich, Between the Line, geiles Format. Aber ich will auch von ihm so ein bisschen die Meinung hören, warum er jetzt einen Groß nicht da reinwählt. Oder ein Xabi Alonso, der steht da oben, aber da redet keiner drüber. Auch ein Ambrosini, für mich, also ich kenne ihn underrated, von, underrated. Ja, voll underrated auch in meinem Kopf gerade, weil ich ihn noch so aus dieser Fußballmanager-Zeit kenne. AC Milan, geile Zeit mit Nesta Maldini, die da im Tor. Hier, geiler Strich. Aber dann Ambrosini war da auch dabei, war in meinem Kopf auch immer so einer, ja okay, den brauchst du, ist wichtig, aber okay, lass mal zu den geilen Spielern gucken. Ne? Ja. Da hätte ich gerne nochmal von ihm gehört, so ein Ambrosini, was macht den genau aus? Deshalb ist er so wichtig gewesen damals, ne? Wie man es über schon, ich hätte jetzt mal geschätzt, von Javi Martinez bei Bayern, vielleicht auch nicht der attraktivste Offensivspieler, aber jeder sagt, der war unfassbar wichtig. So hätte ich ihn jetzt eingeschätzt, nach allem, was ich noch von der Zeit weiß. Das hat mir so ein bisschen hier gefehlt. Ich selber muss natürlich ehrlich sagen, wenn ich solche Namen lese und ich habe jetzt nicht konkreten Gegner und da muss es taktisch drauf ausrichten, dann müssen Ronaldinho und Zidane. Da bin ich dann einfach so, ich weiß, es klingt viel zu Mainstream, wenn man so lange Fußball schon guckt, aber Ronaldinho und Zidane, das muss bei mir spielen. So, das ist der feuchte Traum von jedem Fußballromantiker. Ich muss auch ehrlich sagen, leider gibt es dann gar nicht viele Optionen, weil wenn ich eine Raute spiele, wir müssen eine Raute spielen, dann gibt es für mich da nur die Option, dass Ronaldinho auf der 10 spielt, weil den Breda, der kommt halt nicht zum Training, wir trainieren zu dritt, aber dann macht er da vorne. Lass den Breda, Yoga Bonito. Der soll da vorne ein bisschen Ronaldinho machen. Und dann habe ich halt nur noch die Option, Zidane muss dann auf eine von den 2-8er-Positionen rücken, weil die 6 würde ich ihn jetzt nicht besetzen. Wie offensiv, wie löchrig wird das? Okay, aber ich traue mal Zidane, dem würde ich sagen, okay, wenn es geht, heute mal keinen Kopfstoß, aber dafür ein paar Meter mehr in die Defensive, das reicht mir von dir. Und dann spielst du so ein Bagay Maserolette und dann Diago. So, ne? Also, natürlich. Ronaldinho, Zidane und dann würde ich, okay, um das bisschen auszugleichen, würde ich einfach, wir haben hier eine Maschine von Wadenbeißer einfach drin, das ist Gennaro Gattuso. Ja, der ist ja gut. Heute, der ist gut. Ja einfach, Gennaro. Der beißt dich durch das Video, beißt dir in die Wade rein. Geiler Typ, den würde ich auf die 6 packen, dann kannst du komplett entspannen. Wenn du weißt, Gattuso ist hinter dir, der ist tiefer gelegt, der rasiert die komplett. So, und dann mit haben wir unter noch, Bodenbeleuchtung? Ja, aber, ich glaube, das ist so einer, der macht so... Der ist dreckig, der tiefer gelegt. Der ist dreckig gelegt. Und das ist auch nicht gewaschen im Car Wash, das Auto. Nee. Das ist einfach, Digga, ich zerreiß dich. So, okay, auf der 6 Gattuso, dann haben wir Zidane und Ronaldinho. Boah, das ist geil, Alter. Ich habe direkt Bock zu zocken. Und dann würde ich auf die letzte 8. Guck mal, wir haben noch Kroos, Seedorf kommt für mich in Frage. Thiago kommt für mich in Frage. Boah, ich würde ganz ehrlich, Modric habe ich ja noch gar nicht. Oh, Modric oder Kroos. Boah, da würde ich dann eher wegen Meter machen, würde ich wahrscheinlich Modric packen. Also vom Feeling her hätte ich Bock auf Kroos, aber dass das halbwegs Sinn macht und nicht komplett lichterloh ist, Modric. Modric macht noch ein bisschen die Meter, hält die Bälle, defensive Gattuso, beißt alles weg, was nicht bei 2 auf den Bäumen ist. Nebendran Zidane und vorne dann Ronaldinho. Feierabend. Ich sag jetzt, wie ich deine Raute auseinandernehme. Oh, okay, komm mal. Die wird zerpflückt. Dann wird erstmal gespiegelt. So. Es geht gar nicht, weil Gattuso beißt dich weg, Bruder. Nee, pass auf. Pirlo auf der 6, tiefer Spielmacher, hält die Position, brauchst du. Daneben natürlich Körperlichkeit. Wenn du Gattuso nimmst, gehe ich mit Big Game Clarence dagegen. Weißt du, wie der den kaputt läuft? Ein Gattuso, der spuckt irgendwann Blut. Auf der anderen Seite, du hast jetzt Modric genommen, dann sag ich, komm, dann packe ich so wirklich
englische Ehrlichkeit daneben, der aber auch eben den Punch hat Richtung Strafraum. Frank Lampard, der haut dir auf jeden Fall ein Ding aus 30 Metern rein. Ja, und geil. Dann vorne auf der 10 natürlich Zinedine Zidane. Oh, Zidane auf der 10. Ich brauch dich. Stark, ja. Ja, ist schon eine geile, ist auch eine, also ich finde, das. Und dann wir beide im direkten Duell, das wird interessant. Und jetzt schreibt mal in die Kommentare, was ihr darunter packen würdet. Ja. Wie sähe eure Mittelfeldraute aus Carlo Ancelottis besten Spielern aller Zeiten? Und schreibt gerne mal rein, welches Team, welches Mittelfeld, Abwehr oder Sturm wir als nächstes gerne reacten können. Okay, let's go. Vamos.